Folge 10, Lego Batman. Wir haben Adam West nicht gerettet in der letzten Folge. Wir geloben es in dieser zu tun und lügen euch damit eiskalt ins Gesicht. Aber niemand befreit. Naja, Superman. Und wir sind ganz durchgeschüttelt. Wir haben in der Pause so komisch das Spiel pausiert, dass das Gamepad 3 Minuten lang nicht aufgehört hat zu vibrieren. Eigentlich haben wir es nach 10 Sekunden gemerkt, aber naja. Fühlte sich gut an. Ja. Was ist das? Das Objekt, das Green Lantern von Sektor 2814 untersuchen sollte. Seid gegrüßt! Ich bin der Androide Brainiac. Auf der Suche nach Wissen und Zivilisationen. Ich habe die Herrscher meines Heimatplaneten gestürzt und... Du willst der Gerechtigkeitsliga beitreten? Gib meiner Assistentin Angie deinen Lebenslauf. Wir melden uns, wenn deine Stelle frei ist. Ich will nicht der Gerechtigkeitsliga beitreten. Hätte ja sein können. Obwohl euer Schiff nur eine minimale Gefahr darstellt, kann ich kein Risiko für meine Pläne eingehen. Was sind denn deine Pläne, Brainiac? Ich reise durch das Universum und vervollständige meine Sammlung. Ich schrumpfe mit meinem Schrumpfstrahl Städte aus jeder Galaxie. Bist du eine Art böser Weltraumnerd? Doch! Das Sammeln von Städten hat seinen Reiz verloren. Ich werde meine Ziele wohl höher stecken müssen. Eine Stadt reicht nicht mehr. Ich will jetzt Planeten sammeln! Oh nein! Gehen wir ins Waffenlabor. Vielleicht findet sich dort ein Mittel gegen diesen Brainiac. Ich überlege gerade, ich glaube, in irgendeiner Superman-Geschichte hat Brainiac die letzte Stadt Kryptons, ich glaube die Kandor oder so heißt sie, glaube ich, in der Flasche. Und dann ist das halt so ein Pfand gegen Superman, weil der natürlich irgendwie, also inklusive Einwohnern und so, die da halt irgendwie konserviert worden sind. Und das ist Superman natürlich scheiße, weil sein Planet ist ja explodiert. Hier geht's, glaube ich, weiter. Oder kann er doch eigentlich froh sein, dass Brainiac wenigstens noch eine Stadt in der Flasche hat. Mhm. Ja, hier mal. Guck mal, das sind Joker-Gesichter auf dem Boden. Da vorne diese Platten. Wo sollen wir jetzt hin? Ich folge einfach mal diesen Au! Türkisen-Starts. Also die führen da hin. Da hoch. Au. Ding. Müssen uns irgendwie einen Weg dahin erkaufen. Nur wie? Vielleicht kann der hier rein. Ja, aber das ist doch ein Roboter. Der freut sich doch über ein bisschen Strom. Ups. Was ist denn da hinten für eine Anlage drin im Fenster? Ups, das offensichtlich nicht der richtige Weg. Ja, und nu? Sag mal was. So mit dem Elektroanzug, ob ich den, Saft wieder abstellen kann oder so. Also, da hinten ist irgendwas. Ich theoretisch hochfliegen könnte. Ja, nur nicht hinschießen, weil es hier dieses Energieschild gibt. Nur wie schalten wir es aus? Ich würde sagen, der Manhunter kann noch fliegen. Ja, fliegen allein bringt aber noch nichts. Stimmt, ich kann ja zum... Ah! Du damit irgendwas machen? Man kann auch nicht hier die Dinger kaputt machen, oder? Die Gesichter von den, von dem Heini? Dem Joker? Das weiß ich nicht. Was habe ich denn noch für Anzüge? Ah, warte mal, der Elektroanzug, der müsste doch eigentlich im Unterwegen sein. Ja. Ja. Ah, warte mal.
machst du? Guck mal, ich konnte das irgendwie aus der Entfernung zerstören. Und jetzt kannst du hier ran. Mr. Martian Manhunter. Halt. Ne, drück mal, wenn du da bist, einfach B. Achso, ich muss klein sein. Hä? Es geht offensichtlich noch kleiner. Okay. Ah. Jetzt weiß ich, da ist inzwischen nochmal nachgeguckt. Die Marsianer konnten alle Telepathie und so. Mhm. Der Einzige, der das nicht konnte, war der Bruder vom Martian Manhunter. Das hat ihn so wütend gemacht, dass er sich ein Virus ausgedacht hat, der telepathisch übertragen wird. Und da sind alle draufgegangen. Boah. Das nenne ich mal scheiß durchdacht. Ja. Oh. Ah, jetzt können wir da hin. Dann kombiniere ich mal meinen Raketenangriff. Und danach gibt es eine Lasersalve. Ich glaube, das ist ein Ha! Cool. So, jetzt hat der. Achso, du hast ja schon. Oder mitschneiden. Wie müssen wir alle das immer in Batman-Form machen, obwohl wir gar nicht Batman sind? Nicht die Ströme kreuzen, was ist da passiert? Ja, ich wollte es versuchen, aber es klappt Rosa, nicht. Der Goserianer. Das zählt schon mal auch nur, wenn eine Person dran rumsägt. Unsäglich. Ich habe doch gar nichts gesägt. Batman? Batman, genau das ist auch mit dir passiert. Du hast recht, Robin. Vielleicht kann ich es bei ihm ja genauso wie bei dir unterbrechen. Aber Robin... Green Lantern, hör zu. Ich weiß, wir kennen uns so gut wie gar nicht. Wir sind uns ja auch nur ein paar Mal begegnet. Robin, das war nicht deine Rede. Ach nein, er hat die Plasmakanonen zerstört. Sollen wir nur durch diesen Schild kommen? Ich könnte diesen Aufseher dort mit meinen Gedanken steuern, wenn er näher dran wäre. Den Aufseher? Wer ist denn ein Aufseher? Hier. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hm. Da hinten? Warte mal. B drücken. Nu. Ach, gedrückt halten. Nicht mehrfach drücken, sondern gedrückt halten. Ach, das ist, die sind die Schalter. Es funktioniert. Er kommt, um hier sauber zu machen. Das ist die Gelegenheit. Das ist blöd. Na dann. Bis da hoch muss ich den führen. Das klappt doch nie. Guck mal, wie der Flash da Liegestütze macht. Das geht doch super. Was? Jetzt musst du, glaube ich, die Verschlüsse so hindrehen, dass es passt. Und dann X drücken, wenn es richtig ist, oder was? Genau. Jetzt. Hä? Ach so, ich kann das innen und aus. Ah, ja, also okay. Es muss auch zu den Ecken jeweils passen. Warte mal. Oh, jetzt ist das jetzt. Noch einmal.
Gottes Willen. Ach Gott, was ist denn hier? Was sind denn da jetzt alles? Grün, grün, grün. Richtig. Nee, halb, hä, was? Achso. Das auch. Und. Einmal. Tada. Very nice. Nicht ausreden. Das war nicht deine Rede. Wunderbar. Jetzt geh zu den anderen. Der Kristall wird die schier grenzenlose Energie aller Ringe bündeln. Leitern, aktiviert euch! Wow. Ah, ich glaube, das habe ich schon mal gelesen. Wäre es nicht cool, die Erde in der Tasche herumzutragen? Ich hab die Welt in meiner Tasche. Die ganze Welt in meiner Tasche. Joker, Mund halten. Ich muss den Strahl aufhalten. Taschen! Wenn Superman versagt, müssen wir einen Plan B haben. Immer musst du Superman fertig machen. Ich will doch nur helfen, Spatzenhirn. Wer wird schon Präsident einer Erbse sein? Luther hat recht, Robin. Wir müssen Green Lantern retten und den Strahl stoppen. Martian Manhunter, fahr den Unlock-Tunnel aus, sobald wir den Greifarm aktiviert haben. Ja, ich kann das von hier steuern. Ihr müsst den Greifarm aktivieren, um uns an Brainiacs Schiff anzukoppeln. Wenn ihr euch aufteilt, seid ihr effektiver. Die Liegestütz. Oh, Cheater. Tieren geht es zuerst ums Überleben. Also oder auch nicht. Was kann die denn alles? Achso, Wonder Woman kann, wenn man Y drückt, wirklich nur in eine andere Figur reinschlüpfen. Cheetah kann speichern. Und an dieser Stelle die Folge heimlich beenden. Bis zum nächsten Mal.